scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und unser erster Sprecher, unser erster Impulsgeber ist, glaube ich, jedes Mal dabei. Und er ist immer für Überraschungen gut. Und wir lieben seine Weisheit und wir lieben seine Geschichten. Sein Name ist Jean-Marie Bottequin. Er ist internationaler Experte für Kommunikation. Und als geübter Menschenleser deutet er wertschätzend die vielfältigen Signale aus dem Unbewussten. Er unterstützt seit mehr als 50 Jahren Menschen auf dem Weg in ein besseres Selbstwertgefühl und in eine gewinnende Wirkung. Als Mentor, Dozent, Berater, Profiler und Lebenssinncoach transformiert und begleitet Jean-Marie Engpässe in positive Ziele und wohltuende Neuorientierung. Ratsuchenden gibt er sein Wissen und seine reiche Erfahrung gerne weiter in fair bezahlten Einzelberatungen und Gruppentrainings zum Wohle aller. Sein Thema heute, und das wird jetzt die Überraschung sein, auch für die kleinen Zuschauer, die wir hier heute dabei haben, die kleinen und großen Zuschauer, das ist das Besondere hier an unserem Format, dass wir live sind und Sie oder ihr in einem wertschätzenden Du hier heute Abend auch. Ihr könnt euch eure Fragen von den Impulsgebern während der Zeit aufschreiben und am Ende stellen oder zwischendurch stellen. Und wir sind zum Schluss für euch, für sie da und beantworten persönlich noch ihre Fragen. Und jetzt bin ich ganz gespannt und freuen Sie sich mit mir, mit einem tosenden Applaus jetzt hier, Jean-Marie Bottequin auf die Bühne, denn sein Thema heißt »Der Clown liebt das Scheitern«. Lieber Jean-Marie, die Bühne und das Mikrofon gehören dir. Wie geht es euch? Wie kommt ihr mit allen diesen enormen und schnellen Veränderungen der Welt zurecht? Ist für euch auch manchmal ja, schwer, damit umzugehen? Sag mal, ja, für fast alle von uns, von denen wir ihre Geschichten aus allen Ecken hören. Wir hören nur schlechte Nachrichten, wenn wir ihren wie schauen. Es fällt uns nicht einfach, noch weiter mitzufühlen. Wir sind irgendwie apathisch geworden. Ist das so? Unser Gehirn hat sich an den neuen Situationen angepasst. Unser Gehirn schrumpft. Und wir werden in der Tat apathisch. Ich bin davon überzeugt, dass die Kunst, mit all dem umzugehen, besteht darin, sich dessen bewusst zu sein, was vor sich geht, aber nicht selbst in das Leid einzutauchen. Du schaust einen Film an, aber du gehst nicht in die Leinwand. Das ist natürlich leicht gesagt, aber nicht so leicht zu leben. Und diese starke Unterstützung möchte ich euch in diesen Zeiten geben. Wenn meine schöne Tasse leider auf den Boden gefallen ist und in Scherben zerfällt, dann habe ich jede Scherbe gegrüßt und gedankt und mich an den schönen Momenten zusammen erinnert. Die Zeiten waren nicht seit heute schwierig. In den Unannehmlichkeiten, Herausforderungen war stets eine Figur präsent. Nämlich der Clown. Und zwar nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Heilung. Die Philosophie des Clowns, Scherben bringen Heilung. Wir sagen auch, Scherben bringen Glück. Oder ganz wichtig jetzt, du darfst Fehler machen. Ja, Kinder, du darfst Fehler machen. Und wir Erwachsenen. Macht Fehler und lacht darüber. Der Clown liebt das Scheitern. Er mag die Krise und das Chaos. Der Pädagoge liebt die Entwicklung, die Harmonie und die Ordnung. Aber die Gemeinsamkeiten von beiden, kreatives Handeln, der Weg ist das Ziel, Betonung des Menschlichen und des Humanen
Humanitären. Beide sind die Rolle des Vermittlers zwischen Ordnung und Chaos, beziehungsweise Mensch und Institution. Der Clown ist eine kulturhistorische Figur, ein Archetypus, der in jeder menschlichen Kultur seinen Platz eingenommen hat und natürlich auch heute noch sehr stark einnehmen könnte. Warum könnte? Ich sehe kaum noch Clowns. Was ist los? Obwohl die kommerzielle Dekadenz eine jämmerliche Demontage bedeutet, das sehen wir in diesen ganzen Sachen, die wir im Fernsehen oder sonst sehen. Ja, furchtbar. Auch Fasching, der Clown ist nur noch ja, ein falsches Symbol geworden. Aber der Clown oder auch der Narr ist der dazwischen. Er steht dazwischen. Zwischen König und Volk. Zwischen Klerus und Ungläubigen. Mächtigen und Ohnmächtigen, zwischen den Welten der Realen und der Fantastischen, der Helfer der Schamanen und gleichzeitig sein Kritiker. Der Clown sitzt wie auf einem Zaun und kann auf beide Seiten schauen. Diese erhöhte Stellung ermöglicht dem Clown, in jede Richtung zu gehen. Er ist niemanden verpflichtet, keinen Herrn, keine Idee, keine Religion, keine Politik. Und er lebt in der Jetztzeit, der Gegenwart. Weder Zukunft noch Vergangenheit hemmen sein Handeln. Im Gegensatz zum Pädagogen ist der Clown nicht erste Linie ein Denkender, sondern er ist einer, der handelt. Während der Pädagoge und viele Berufe oder Menschen mit solchen Glaubenssätzen des immer belehren Wollens, zum Beispiel noch darüber nachgrübeln, an welcher Neurose ein Kind leidet, das sich seit 10 Minuten wie ein Kreisel dreht. Da geht der Clown hin und dreht sich auch mit. Im Jetzt aufgehoben sieht er, wie die Welt zu einem Karussell aus hüpfenden Farben und Linien wird, sieht der Körper zentriert und eine Verbindung zwischen Erde und Himmel bekommt. Die Fliehkräfte bestimmen den Körper und ein wunderbares Schwindelgefühl setzt ein, wenn man sich johlend auf den Boden fallen lässt. Der Clown geht davon aus und tut so, dass er nicht kompetent ist. Aber er tut sein Bestes, um eine Aufgabe zu lösen. Er ist das Scheitern gewohnt. Die Krise ist sein tägliches Brot und er meidet sie nicht. Das hätte sowieso keinen Sinn. Der Clown hat gelernt, die Krise zu lieben. Denn die Krise, das ist der Moment, wo alles zu spüren und alles zu sehen ist. Alles löst sich auf, das ganze schöne Konzept der Selbstdarstellung. Die Fassade bröckelt und sie ist nicht aufrecht zu erhalten. Die Krise ist der ideale Platz zur Transformation in etwas anderes. Das Transportmittel ist das Lachen über sich selbst oder mit sich selber. Der Blick und die Wahrnehmung des Clowns ermöglicht, Dinge und Situationen in ihrem Sein zu sehen, zu fühlen, zu hören und letztendlich zu verstehen. Seine gesellschaftliche und soziale Position ähnelt dem guten Pädagogen oder Sozialberater und zum Teil frappant. Und doch eröffnen sich dem Clown in seiner speziellen Stellung eine andere Bandbreite von Möglichkeiten. Ein Pädagoge, der das Glück hat, sich mit dem Wesen eines Clowns verbinden kann, kann das hier und jetzt in seiner Situation wieder sehen und wirken lassen. Zum Beispiel Improvisation, Spiel, Imitation, wohlwollende Betrachtung, emotionale Intelligenz und Spielfreude sind in der konkreten Clownsarbeit erfahrbar und erlernbar. Ja, es gibt eine eigene Clownpädagogik. Sie beschäftigt sich praktisch und theoretisch mit den folgenden Themen.
Kommunikation und Wahrnehmung, emotionale und soziale Intelligenz, Empathie, paradoxe Interventionen, Lernen durch Imitation, also Spiegelneuronen, ja? Die gesellschaftliche und kulturhistorische Stellung des Persönlichkeit des Clowns, des Narren, des Mimen. Also wie ich zum Beispiel heute, der Weißclown. Ich bin kein August, ja, aber ich bin ein Pierrot auch, ich bin ein Weißclown. Wir sollten alle den praktischen Einstieg in die Methode Clown suchen. Dem eigenen Clown auf der Spur eilen, sollte unsere neue Aufgabe sein. Und ihr werdet sehen, wir werden die Krise viel besser überwinden. Wo Unschuld vorhanden ist, gibt das es Licht in der Dunkelheit. Man sagt auch, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit hat es nicht gesehen. Also, wo Unschuld vorhanden ist, ja, das Licht in der Dunkelheit, einen Moment der Hoffnung auch. Und Hoffnung ist das Letzte, was vorbeigeht, was stirbt. Deshalb ist es so wichtig, dass würdige Clowns jetzt präsent sind. Sowohl für das eigene Wohlbefinden als auch für das ihrer Umgebung. Warum sollten wir den Clown in uns suchen? Ein ganz großer Mensch, ein ganz großer Lehrer, ich sage gerade den Namen Jacques Lecoq, die Suche nach dem eigenen Clown ist zuerst die Suche nach der eigenen Lächerlichkeit. Im Unterschied zu Commedia dell'arte muss der Schauspieler nicht in eine vorgefertigte Figur schlüpfen, sondern er muss der ihm innewohnende clowneske Teil entdecken. Und je früher er von seinen eigenen Schwächen überrascht wird, umso stärker zeigt sich sein echter Clown, sagte Jacques Lecoq. Wir versuchen, als und Clown und Mime, den Mitmenschen eine einfache Botschaft von Weisheit zu vermitteln. Schon ein Lächeln genügt, um Spannungen zu lösen und sie abzubauen. Humor kontra Hemmungen. Das Clowneske hilft, im Leben flexibel zu werden. Der Clown braucht für seine Kunst ein starkes Innenleben. Ja, daran soll er arbeiten. Durch seine große Lebenserfahrung, seine Schicksalsschläge spiegelt er das Publikum wider, das sich in ihm erkennt. In diese Wiedererkennen lächelt, lacht oder staunt der Zuschauer, manchmal mit Tränen. Wie ein Kind öffnet er groß die Augen über die Welt, strauchelt, scheitert, rappelt sich wieder auf und erprobt somit ständig sein Glück. Der Clown sagt Ja zum Leben und lacht und weint nach innen, erst über sich selbst. Durch seine besondere Empathie und feines Einfühlungsvermögen inszeniert der Clown, der Weißclown und der Mime sich selbst und entfacht eine Interaktion mit seinem Publikum, seinem Mitmenschen. Drücke den ganz großen Schrei deiner Seele jetzt heraus, meine liebe Freunde. Deine Verwirrung, deine Wut, deine Ohnmacht, Unsicherheit, dein Trauma, deine ganz persönlichen Themen werden harmlos und lösen sich auf. Wo kommen Kunst und Heilung sonst zusammen? Mache deine Emotionen Luft. Bring deine Ambiente aus Licht, Herz, Leben und Kunst zusammen. Ich umarme euch alle herzlich. Jean-Marie.